Ich habe 5 Monate lang einen Teil Europas mit einem Pferd durchreist und dabei gelernt, dass man auf einem Pferd niemals völlig entspannt ist. Das Pferd kann sich jederzeit erschrecken. Diese ständige Aufmerksamkeit trägt aber dazu bei, dass man ganz im Hier und Jetzt ist. Evolutionär bedingt achten wir mehr auf die Sachen, die gefährlich für uns sein könnten, die uns stressen oder die negativ sind. Pferde können uns ganz gut helfen, dass wir wirklich die positiven Dinge des Lebens sehen. Als ich studiert habe, konnte man in allen Lehrbüchern lesen, erstens, Tiere können nicht denken. Zweitens, Tiere haben zwar Emotionen, aber da können wir wissenschaftlich überhaupt keine Aussagen drüber machen. Drittens, Tiere sind gesteuert durch ihre Instinkte. Wenn ich meine Vorlesung Einführung in die Verhaltensbiologie halte, lehre ich exakt das Gegenteil davon. Ich habe vom Reiten ja so ein idealisiertes Bild. Im Galopp über die Felder, auf einem weißen Ross dem Sonnenuntergang entgegen. Sich frei fühlen, so Cowgirl-like. Das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde eben. Und so sieht da meine tatsächliche Reiterfahrung aus. Und jetzt ratet mal, was 10 Sekunden später passiert ist. Das Pferd hat mich abgeworfen und ist im Wald verschwunden. Keine Sorge, mir geht es gut, dem Pferd auch. Nach einer halben Stunde habe ich es wiedergefunden, zufrieden zwischen den Bäumen grasend. Auch für das Glück auf dem Rücken der Pferde gilt wohl, man muss es sich hart erarbeiten. Also, wie komme ich ran an dieses besondere Tier? Was können Pferde, was andere Tiere nicht können? Sollten wir alle mit dem Reiten beginnen? Ronja von Ronne, bitte ins Labor. In dieser Folge treffe ich 2 Menschen, deren Leben eng mit Tieren verbunden ist. Sarah Piekowski ist Violinistin und Pferdecoachin. Sie hat eine ganz besondere Bindung zu Pferden. Schon mit 4 Jahren hat sie mit dem Reiten begonnen. Und in schwierigen Phasen ihres Lebens hat sie immer wieder von den Fähigkeiten der Pferde profitiert. Heute schult sie Führungskräfte und gibt ihre Erfahrungen in Seminaren für gestresste Manager und Managerinnen weiter. Auch Uwe Meyer-Jürgen lebt mit Pferden. Und mit Raben, Wildschwein, Waschbären und anderen Gesellen. Der emeritierte Professor für Forstwirtschaft lebt allein unter Tieren auf einem Hof im Wald. Sein Leben ist eng mit Tieren verbunden, privat wie beruflich. Auf den Galapagos-Inseln hat er im Auftrag der ecuadorianischen Regierung eine Ziegenplage bekämpft. Später war er Leiter der Berliner Forsten. Und immer schon hat er vernachlässigte Tiere aufgenommen. Hallo Sarah. Hallo Ronja. Hallo großes Pferd. Hi. Grüß dich. Und wer ist das? Das ist Fleur. Hallo Fleur. Ihr habt schon Respekt vor denen. Ja, das glaube ich. Die sind schon große Tiere. Aber die sind ja von ihrer Natur aus unglaublich friedliebend und bereit, sich den Menschen so anzuschließen. Das ist was, was mich unheimlich berührt dabei. Ne? Wie kommen sie darauf? So ein Zebra macht das nicht. Nee, das stimmt. Also die sind natürlich über wahnsinnig viele Jahre, Jahrhunderte eigentlich ja mit den Menschen zusammengewachsen. Ne? So, also auch im Rahmen dieser Domestizierung, die da passiert ist, haben die aber so ihre Ursprünglichkeit nicht verloren. Und das finde ich ganz fantastisch, weil die so ihre Eigenschaften behalten haben zu kommunizieren und uns Menschen auch zu spiegeln. Pferden sagt man nach, dass sie die Fähigkeit haben, uns zu spiegeln, was unser Verhalten anbelangt, aber auch was unsere Emotionen anbelangt. Also Pferde merken sehr schnell, wie wir drauf sind. Beispielsweise auch, wie unsere Atemfrequenz ist und unsere Herzfrequenz. Das heißt, sind wir aufgeregt, überträgt sich das auch auf die Pferde. Insgesamt haben sie eine ruhigere Atemfrequenz als wir, was sich wieder positiv auf uns auswirkt. Wenn die Pferde ruhig atmen, kommen wir in der Anwesenheit der Pferde auch dazu, viel ruhiger zu atmen. Wir sind entspannter und unser Stresslevel sinkt. Es stimmt, dass das Pferd auf unglaubliche Weise die Psychologie des Reiters wahrnimmt. Es kann die Gefühle, die wir haben, spüren und sie uns zurückspiegeln. Wenn wir nervös sind, wird es auch das Pferd sein. Wenn wir ruhig sind, wird auch das Pferd ruhig sein. All das zwingt uns, viel an uns selbst zu arbeiten. Die haben die Fähigkeit, Muskeln zu lesen. Die müssen nämlich in ihrer Natur wissen,
ob das Raubtier satt ist, zum Beispiel, wenn sie in der Steppe unterwegs sind, das müssen sie in Sekunden entscheiden können. Und deshalb sind die halt von Natur aus darauf ausgelegt, dass sie kleinste Körpersignale wahrnehmen können. Das ist total spannend. Und das haben die auch nicht verloren. Und wenn wir jetzt Coaching machen mit denen, dann reagieren die halt einfach total absolut unmittelbar auf das, was du denen anbietest. Und was, wenn er mich nicht mag? Dann wirst du das schon merken. Oh, nee. Also letztendlich musst du dir keine Sorgen machen. Hallo Liviano, du wirst aber groß. Ja, der muss erst mal schauen, wer das alles ist jetzt hier. Ja, ganz interessant ist, dass man die Pferde ziemlich lange vernachlässigt hat in der Forschung. Also es gab vor ganz, ganz vielen Jahren mal den klugen Hans. Das war ein Hengst, dem man nachgesagt hat, er könnte rechnen und zählen. Und der hat dann über sein Hufeklopfen angezeigt, wann die richtige Aufgabe gelöst wurde. Dann hat man festgestellt, naja, so schlau ist der kluge Hans vielleicht nicht, denn er hat bei seinem Besitzer abgelesen, am Gesicht, wann er aufhören muss, mit dem Huf zu klopfen. Und damals galt das so als Verrat. Pferde sind ja total dumm und das ist ja gar nichts Besonderes. Und vor ein paar Jahren hat man das dann wieder hervorgeholt und festgestellt, eigentlich eine immense Fähigkeit, dass Pferde uns so gut lesen können. Der will mich überholen. Kennst du das mit dem Überholen? Nee, mich überholt keiner. Dich überholt keiner? Mich überholt keiner. Was meinst du denn, warum der schneller ist als du? Weil er ebenbürtiger Gegner ist. Oder Mitarbeiter. Oder Mitarbeiter. Hast du denn das Gefühl, dass er seine Aufmerksamkeit auf dich gerichtet hat? Nö. Nö. Ah doch, guck, jetzt hat er angehalten, ohne dass er das gespürt. Ja, super. Schön. War das eine Überraschung für dich? Ja. Wieso? Ich dachte, der spürt nur das hier. Warum? Nicht. Keine Ahnung. Nachdem ich zum ersten Mal auf einer Stute geritten bin, war das Erste, was mich mein Reitlehrer gefragt hat, was hast du gehört? Ich habe gesagt, nichts. Aber da hat ein Vogel gesungen, da ist ein Auto vorbeigefahren, da war ein Windstoß in den Blättern des Baumes, da ist ein Becher runtergefallen. Wenn du nichts gehört hast, warst du nicht in der Lage, dich deiner Umgebung zu öffnen. So wirst du nicht gut reiten können. Das Erste, was du lernen musst, ist, deine eigene Umgebung wahrzunehmen, im Moment zu sein und nicht in der Zukunft. Und diese Offenheit wird sich im Verhalten des Pferdes widerspiegeln. Und ich bin selbst auch eher ein Vernunftmensch. Ich hatte einen gewissen Widerstand gegen diese Vorstellung. Aber es funktioniert. Es erweist sich empirisch ständig als wahr. Die Pferde können uns unglaublich schulen, hier und jetzt zu sein. Also wer schon mal als Reiter versucht hat, in der Interaktion mit dem Pferd auf dem Handy eine Nachricht zu schreiben, wird eine sehr deutliche Rückmeldung des Pferdes bekommen haben. Es wird zum Gras gehen, es bleibt einfach stehen, es macht nicht mehr mit. Das merkt sofort, dass wir nicht mehr bei der Sache sind. Und ein Pferd ist immer bei der Sache und nicht mit dem Kopf dabei, was koche ich heute Abend, wo fahre ich nächstes Jahr in den Urlaub hin. Es ist immer im Hier und Jetzt. Oh, was war das? Es gibt eine Sache, die mir wesentlich erscheint, wenn man glücklich sein will. Die Neurowissenschaften haben heute gezeigt, dass die Neuromediatoren, also die chemischen Substanzen wie Dopamin, Serotonin, die uns helfen, glücklicher zu sein, nur dann ausgelöst werden, wenn wir völlig aufmerksam auf das sind, was wir tun. Wenn wir also im Wald spazieren, wo es eine schöne Landschaft gibt, und wir uns mit all den Sorgen beschäftigen, die wir haben, weil wir unsere Steuererklärung nicht ausgefüllt haben, kann kein Glück kommen. Für ein paar Minuten hat das ja ganz gut geklappt, dieses Im-Moment-Sein. Das sagt sich immer so leicht. Wenn ich ganz im Hier und Jetzt keinen Gedanken an die Steuererklärung verschwende, dann flattert halt trotzdem irgendwann eine Mahnung vom Finanzamt in den Briefkasten. Da haben es Pferde natürlich einfacher. Vielleicht ist so ein Nachmittag mit Pferd aber auch noch nicht genug. Vielleicht muss man daraus ein ganzes Lebenskonzept machen. Wie Uwe Meyer-Jürgen, der abseits menschlicher Gesellschaft mit Tieren lebt. Wenn sie wieder raus wollen. Maxel! Moritz! Wahnsinn! Komm, die hören wie eine Eins. Komm gleich. Wo kommen die Pferde her?
die beiden Pferde, ein Norweger und ein Haflinger, habe ich aus der Pferdeklappe aus Schleswig-Holstein. Hallo. So, dann geht mal ein bisschen zurück, dann lassen wir sie gleich hier raus. Könnt ihr ein bisschen den Rasen mähen, ne? Ja, Moritz, ist das lieb? Komm. Kann man den streicheln? Ja, ja. Total lieb. Er ist ein Büffel. So, der rennt dich um und dann bleibt er stehen. Oh, ich hab dich gar nicht gesehen. Oh, das ist auch ein schwerer Typ. Das ist ein Norweger. Huch. Okay, ich verstehe, was du meinst. Die Pferde hier sind eigentlich nicht nützlich. Also du kümmerst dich um die Tiere, weil du die einfach magst, oder? Früher, als ich das noch konnte, bin mit denen geritten und bin mit denen gefahren und habe die bewegt und so weiter. Insofern habe ich die schon genutzt. Aber ich habe die nicht, um irgendeinen Nutzen zu haben, sondern damit die es gut haben. Und die waren vorher von einem Bauern gehalten, in einem Stall ohne Licht, ohne Einstreu, Betonboden. Für viele Tierarten ist es unglaublich wichtig, dass sie in ein stabiles soziales Umfeld eingebunden sind. Und wenn sie in ein solches Umfeld eingebunden sind, dann sieht man, dass die Stresshormone niedrig sind, dass sie gesund sind, dass es ihnen gut geht. Das ist dann ein Umfeld, in dem die Dominanzbeziehungen geklärt sind, in dem jedes Tier seine Stellung in dem Sozialsystem kennt. Und wenn das der Fall ist, geht es den Tieren gut. Verstehen die ganzen Tiere sich untereinander? Alle. Mit Ausnahme, die Waschbären sind ja, und auch die Füchse sind natürlich Raubtiere. Ne? Und die Waschbären, wenn die Hühner greifen können, dann bringen sie die um. Das haben sie neulich gemacht. Hühner gibt's auch noch? Jetzt im Moment nicht mehr, weil sie tot sind. Ja. Wie schafft man das, so wie du, so ein gutes Verhältnis zu den Tieren herzustellen? Also, dass irgendwie die Raben fliegen dir auf die Schulter, das Reh läuft dir hinterher durch den Wald. Wie machst du das? Weil ich eine ganz bestimmte Absicht habe, dass es den Tieren gut geht. Meinst du, die spüren das? Absolut. Absolut spüren die das. Vom ersten Tag an. Und das ist eigentlich auch der Zugang. Voraussetzung dafür ist, dass ich das Lebewesen, egal was es für ein Tier ist, ob das eine Kröte ist, die meinen Hund schützt, oder ob das ein Fuchs ist, oder ob das hier mein Jodel ist, ernst nimmt, auf Augenhöhe betrachtet und versucht, deren Eigenschaften, die ja vielfältig sind, ob ich meine Waschbären betrachte oder meine Füchse oder meine Pferde, das sind natürlich oft ganz unterschiedliche Eigenschaften, dass ich die erkenne und dass ich mich deren Eigenschaften nähere in meinen Erkenntnissen. Insofern können die auch für mich Lehrer sein. Die sind tagtäglich für mich Lehrer. Wo wir sehr viel lernen können, ist tatsächlich, es gibt ein Konzept, das wird als Social Support bezeichnet, soziale Unterstützung. Die Anwesenheit des Bindungspartners kann bei Tieren dazu führen, dass der Anstieg der Stresshormone in belastenden Situationen ganz stark gedämpft wird. Wenn eine gute soziale Bindung da ist, dann ist das beste Mittel, was Tiere gegen Stress einsetzen können. Ich fühle mich gar nicht vollständig, wenn ich nicht mit den Pferden zusammen bin. Das ist mit mein allergrößtes Glück auf der Erde. Ich habe mit 4 angefangen, Geige zu spielen, aus einer Musikerfamilie heraus. Und habe da auch mit 6 Jahren meinen ersten Wettbewerb gespielt. Und habe da auch relativ schnell eine Aushilfsstelle in einem Orchester gehabt. Und dann war ich irgendwie Stipendiatin in einem großen Symphonieorchester in Berlin. Ja. Und das war eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich habe aber dann irgendwann gemerkt, dass das doch nicht so meins ist. Ich bin ja immer sehr neidisch, wenn ich von so Biografien höre, wo es so eine Zäsur gab.
Also von Profigeigerin zu irgendwie Pferd. Also das ist tatsächlich ein ganz schön langer Prozess gewesen. Bei mir auch, ist ja auch ein bisschen eskaliert. Also ich habe ja unter dem Druck dann tatsächlich auch eine Angstattacken-Problematik bekommen. Panikattacken kenne ich gut. Ja. Genau. Ich weiß genau, was du meinst. Zeug. Ja. Ja, genau. Ja. Das ist extrem einschneidend und es war ein unfassbarer Bruch in meinem Leben. So dieses, wow, ich funktioniere gar nicht mehr. Und dann hat man auf einmal dieses Vertrauen in alles verloren, weil ich bin nicht mehr Geigerin, denn ich halte das nicht aus. Oder ich will das nicht sein, was ihr glaubt, was ich jetzt sein soll. Und all das, wenn das zusammenfällt, dann hatte ich das Gefühl, ich löse mich auf. Wer bin ich? Ja, genau. Und dann bin ich wieder zu den Pferden gekommen. Und da habe ich was gefunden, einen inneren Anteil von mir, den ich als Kind ja hatte. Und auf einmal wieder da und war. Ich kann das ja nicht erklären. Vielleicht gibt es dafür keine Worte, aber es ist... ich bin ja nicht mit dem Pferd, ich bin im Pferd. Und das ist so was Starkes und ist so ein Zuhause-Sein und Glücklich-Sein, dieses, weißt du, geht es mir gar nicht um Reiten, einfach dieser Umgang mit diesen Tieren, ja? Und das hat auch einen Heilungsprozess irgendwie hervorgebracht. Und dazu dann zu merken, wow, meine Ressourcen, ich kann auch ohne Geige, wer bin ich ohne Geige, wer bin ich sonst? Ich kann stark immer sein, noch Sarah. Ich kann so ein Pferd führen. Ja, und wenn mein Pferd unruhig ist und ich stelle mir da oben was anderes vor, ich ändere mein Mindset, dann ist das Tier mit 500 Kilo unter mir auf einmal ruhig. Wow. Und das sind so Sachen, die haben halt natürlich dazu beigetragen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und das Gefühl, dass ich mit schwierigen Situationen umgehen kann. Wir haben eine Studie gemacht und haben gemessen, wie sieht es aus mit der Selbstwirksamkeitserwartung. Also dieser Glaube an sich, Dinge zu schaffen, Herausforderungen mit den eigenen Ressourcen hinzukriegen. Und tatsächlich, allein indem man verschiedene Aufgaben mit dem Pferd bewältigt, da konnten wir zeigen, dass sich das signifikant verändert hat. Das heißt, die Pferde stärken den Glauben an uns selbst. Das mögen die nicht, ne? Nein, das ist auf jeden Fall was Fremdes, ne? Und letztendlich sind ja diese großen, schönen Tiere Flucht- und Beutetiere. Das muss man sich mal überlegen. Und die sind natürlich immer auf der Hut, dass sie nichts irgendwie machen, was sie ihr Leben kosten kann. Oh Gott, jetzt muss ich ihn da konfrontieren. Ja, das kostet ihn ja Gott sei Dank nicht das Leben. Nee. Aber es ist so, dass er da eher skeptisch ist. Und da geht es jetzt so ein bisschen um Führung. Oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön doll. Mhm. Ja? Und zwar ist die Sache, dass er, wenn er sich dir anschließt und sagt, hey, der vertraue ich. Ich glaube, wenn die darüber geht, dann gehe ich da mit. Dann wird er über die Plane gehen. No pressure. Thanks. Thanks a lot. I got a broken heart. Was macht der gerade, Ronja? Stehen bleiben. Und warum? Er traut ihm nicht. Hast du mitgekriegt, was er vorher gemacht hat? Nee. Er hat sich's angeschaut. Das heißt, vielleicht braucht er erstmal kurz. Komm. Ja. Es ist nicht so schlimm, das ist eine Plane. Was ist jetzt deine Idee? Ich laufe erstmal an der Plane vorbei. Okay. Aha. Good boy. Super gemacht. Hat es dich überrascht? Ja. Ja. Ich war stolz auf ihn. Auf ihn? Auf ihn. Kannst du auch auf ihn sein und auf dich? Nee. Was meinst du, wie viel du damit zu tun hattest, dass er jetzt über die Plane geht? Nicht viel. Ich glaub, der macht meinst du nicht. Ehrlich? Meinst du das ehrlich? Oh, oder? Weiß nicht. Weißt du nicht. Okay. Also, falls ich irgendwann CEO von einem Startup werde, war das jetzt mein Crashkurs in Empathetic Leadership. Bestimmt hat jedes Tier so seine Spezialfähigkeit. Ich habe schon mit verschiedenen Hunden zusammengelebt. Was ich auf jeden Fall über alle von ihnen sagen kann, ist, sie haben mir extrem gut getan. Ich hoffe, ich ihnen auch. Morgens musst du früh raus und eine Runde durch den Park drehen. Wenn du schlecht drauf bist, reicht manchmal ein tiefer Blick in ein paar Hundeaugen. Du entwickelst mit dem Tier eine gemeinsame Routine im Alltag. Und die ist wohl gut für beide von uns, Mensch und Tier.
Man sagt Tieren generell nach, dass sie eine emotional öffnende Wirkung haben. Also in der Anwesenheit eines Tieres fangen wir auch beispielsweise an, mehr zu reden und erzählen auch mehr von unseren Emotionen. Das heißt, wenn wir mehr von uns persönlich erzählen, dann können wir natürlich auch im Reinen mit uns sein. Und das erlebe ich häufig auch bei den Klienten. Da kommen gestandene Manager und die gehen einfach kurz zum Pferd, lernen sich kennen und stehen in Tränen aufgelöst da. Und ich denke so, ist doch noch gar nichts passiert. Und dann sagen die, irgendwie bewegt mich das, das Pferd. Irgendwas macht das mit mir. Wenn ein Mensch hingeht und streichelt den Hund, dann sehen wir, dass ein bestimmtes Hormon, nämlich das Oxytocin, in der populärwissenschaftlichen Literatur oft als Hormon der Liebe bekannt, dass das ausgeschüttet wird. Das führt beim Hund dazu, dass der soziopositiver wird und dann nettes soziopositives Verhalten gegenüber dem Menschen zeigt. Dieses Verhalten des Hundes führt dann beim Menschen auch dazu, dass dieses Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird, wodurch der nochmal netter mit dem Hund wieder interagiert. Wir haben also einen positiven Rückkopplungsmechanismus, der letztendlich dazu führt, dass sich die Interaktion von Hund und Mensch da, dass es dazu führt, dass die sich beide sehr, sehr wohl fühlen. Walter, aufwachen. Ich entschuldige mich, dass dein Frühstück jetzt erst kommt. Ein Stern mit Google-Bewertung. Komm mal her, ja. Komm, mein Schatz. Eines der zentralsten Konzepte der positiven Psychologie ist das sogenannte Perma-Konzept, in dem gesagt wird, Glück beruht eigentlich auf 5 Säulen. Das ist zum einen die Anwesenheit positiver Emotionen, aber das ist auch Engagement, die Frage danach, wofür brennen wir im Leben, wofür engagiere ich mich. Das ist auch die Frage nach Relationships, also das heißt, wie gut bin ich eingebunden? Kenne ich meinen Sinn im Leben und weiß ich, wofür ich da bin und habe ich eigentlich das Gefühl, im Leben wirksam und erfolgreich sein zu können? Und viele dieser Aspekte haben gar nichts damit zu tun, ob ich im unmittelbaren Moment glücklich bin, sondern haben etwas damit zu tun, wie ich mein Leben gestalte. Das ist ja ein totaler Vollzeitjob, diese ganzen Tiere, oder? Wie viele Stunden? Ja, klar. Wenn du mit den ganzen Tag. Und dann hast du ja nachts um 2 kommt noch der Fuchs vorbei. Ja, klar. Und kostenintensiv ist es wahrscheinlich auch, oder? Das interessiert mich nicht. Interessiert dich nicht? Hauptsache, den Tieren geht's gut. Ich habe eine gute Pension. Ich bin allein, ich habe keine Verpflichtungen. Für mich ist das hier ein Paradies. Und dass ich die Zeit habe, das konnte ich natürlich weder als Professor in Göttingen noch als Forstchef in Berlin so extrem auskosten, dass ich mit den Tieren den ganzen Tag lebe, die beobachte, solche Sachen feststelle, aha, Veganer, man schlag seine Marke nicht, morgen kriegt er wieder andere. Natürlich macht mich das glücklich und dass ich das machen kann jetzt. Ne? Ja. Ui. Das Schwein. Kommt der Walter? Walter Na, ist siehste. Da. Hallo Walterchen. Tut mir leid, aber das ist... Hallo Schnuffel. Guck mal weiter. Hab ich für dich aufgehoben. Das ist eine Schlagsahnensteckdose. Magst du auch nicht. Das ist ja witzig. Hallo Walter. Rested all against the sea. Wir sind in vielen Bereichen den Tieren einfach unglaublich näher gekommen. Wir sind nicht einem Regenwurm oder einem Seeigel oder einem Korallenriff näher gekommen. Aber wenn wir unsere nächsten Verwandten nehmen, die Säugetiere oder auch einige Vogelarten, dann sind wir näher gekommen in Bezug auf die kognitiven Leistungen dieser Tiere, in Bezug auf die emotionalen Reaktionen, die sie haben. Und wir sehen in denselben Situationen, in denen wir als Menschen oft sagen, jetzt sind wir glücklich, auch, dass die Tiere dieselben physiologischen, neurobiologischen, molekularen Reaktionen zeigen. Das heißt, es ist durchaus gerechtfertigt, dann zu sagen, wahrscheinlich empfinden die auch Glück. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem der Mensch eine neue Beziehung zum Tier sucht und anerkennt, dass er selbst ein Tier ist. Das ist keine Rückkehr in alte Zeiten, sondern etwas Modernes. Und was auch sehr interessant ist, Montaigne sagt, das Pferd ist ein Fluchttier. Und das kann man vom Pferd auch auf uns übertragen. Wir können uns, wie Montaigne sagt, ein Hinterzimmer einrichten.
Das heißt, einen Ort im Körper oder im Geist, an dem wir Zuflucht finden, wenn wir uns mit Problemen herumquälen oder angespannt sind. Selbst wenn wir gar nicht darauf zugreifen müssen, wir wissen, es gibt da immer diesen Fluchtort. Kannst du dir ein besseres Leben als das, was du hast, vorstellen? Im Augenblick nicht. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Gesundheit noch so weit komme, dass ich noch ein paar Jahre hier zubringen kann. Wenn das irgendwann nicht mehr geht, was dann? Ja, dann bin ich weg. Bist du weg? Ich will hier bis zu meinem letzten Haucher will ich hier leben. Was passiert denn mit den Tieren dann? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Gibt noch keinen Plan? Nein, weil ich jetzt noch nicht plane, mich zu verabschieden. Jetzt wende ich alle meine Energie und Tätigkeiten auf das jetzige Leben aus. Und ich werde mir natürlich irgendwann mal einen Plan machen, aber der steht heute noch nicht zur Debatte.